Sehr geehrte Damen und Herren des Landesverbandes der Psychiatrieerfahrene, sehr geehrter Herr Rees, sehr geehrter Herr Seibt, ich bedanke mich für die Einladung heute Morgen zu Ihnen hier nach Bielefeld und freue mich, dass Sie alle heute auch gekommen sind. Wir leben in einer Gesellschaft, in der höher, schneller, weiter Favorit ist. Und das macht alles auch viel mit uns. Und jeder von uns kennt das auch. Beim Frühstück werden noch schnell die nächsten Termine, Probleme und Wünsche besprochen und dann ganz schnell ins Auto, zur Bahn, zum Bus, um pünktlich zu sein. Auf der Arbeit, in der Kita, die Kinder fertig gehabt. Und das alles macht uns unser Leben zu einer schnelllebigen, zu einem schnelllebigen Tagesablauf. Im Haushalt haben wir ähnliche Probleme. Die Kinder müssen ordentlich und pünktlich in der Schule und in der Kita sein. Sie sollen möglichst Bestnoten nach Hause bringen, damit sie gute Zukunftsperspektiven haben. Das Essen soll möglichst gesund, das Haus geputzt, die Wäsche gewaschen und gebügelt sein. Kein leichtes Unterfangen in einer Gesellschaft, in der meistens beide Partner berufstätig sind und in der Regel auch sein müssen. Schon beim Aufzählen der alltäglich zu erledigenden Arbeiten kann man da ins Schwitzen geraten. Das bringt viele Mitmenschen in einen gefährlichen Kreislauf. Und in den meisten Fällen nimmt die Umwelt die Hilferufe erst sehr spät wahr und somit wird dem Betroffenen auch viel zu spät geholfen. Erschwerend kommt hinzu, dass ein enormer Sparzwang in den öffentlichen Haushalten auch die Existenz niederschwellige Hilfsangebot im Psychiatriebereich erschwert wird. Und darum ist es wichtig, dass Menschen wie Sie, die bereits Erfahrungen in der psychiatrischen Therapie gemacht haben, in unser politisches Handeln einzubinden. Die SPD-Abgeordneten im Nordrhein-Westfälischen Landtag setzen sich dafür ein, dass psychisch erkrankten Menschen das Recht auf Krankheit und objektiv unvernünftige Entscheidungen in gleicher Weise zusteht wie allen anderen Menschen. Und bei allen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen zu treffenden Schritten muss die Wahrung und Achtung des Willens und der Bedürfnisse psychisch erkrankter Menschen handlungsleitender Grundsatz sein. Aber auch die gesetzlichen Regelungen müssen den Erkrankten ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben in der Mitte unserer Gesellschaft ermöglichen. Politik kann da nur den Grundstock errichten. Das Handeln muss in den Familien und das Entschleunigen von Abläufen muss im Bewusstsein von Freunden und in der Familie wachsen. Und dafür können Sie als Verband beitragen, indem Sie da auch eine Öffentlichkeit schaffen, in Schulen und Firmen ihre Hilfsangebote anbieten und Ängste vor dem "Ich habe da ein Problem" abbauen. Leider führen heute immer noch zu lange Wartezeiten im Psychiatriebereich zu einer deutlich verschlechterten Versorgungslage, zur Verunsicherung der Betroffenen, die sich eventuell in Ausreden flüchten wie "Anderen geht es noch viel schlimmer" und "So schlimm ist das doch gar nicht" und, und. Aber gerade hier müssen wir ansetzen, dass jene, die schnelle Hilfe benötigen, diese dann auch bekommen. Denn machen wir uns doch nichts vor. Wir alle stehen unter dem Druck einer ständigen Erreichbarkeit, immer und alles sofort und gleich eine passende Antwort zu haben. Aber wir haben keinen austauschbaren Chip im Kopf und können nicht nach Belieben Updates herunterladen und einspeichern. Unser Kopf weigert sich manchmal auch, Informationen aufzunehmen, und das ist auch gut so. Und wir leben durch und mit unseren Erfahrungen und unserer Unterschiedlichkeit, und die helfen uns, unserer Umwelt zu begegnen und sie zu erleben. Natürlich möchte ich nicht unsere technischen Errungenschaften an den Pranger stellen, aber wir müssen wieder lernen, uns Freiräume zu verschaffen und sie zu genießen, um ein sozial- und gesundheitsverträgliches Miteinander weiter zu ermöglichen. In so einem großen Bundesland wie Nordrhein-Westfalen mit ca. 18 Millionen Einwohnern
in dem aber ca. 21.000 psychisch kranke Menschen jährlich zwangsweise in psychiatrische Kliniken oder Fachabteilungen eingewiesen werden, darf dieses nicht zur Normalität werden. In den vergangenen Jahren haben wir da schon große Fortschritte gemacht, aber wir dürfen und werden nicht nachlassen, psychisch Kranke im Leben zu integrieren sowie ihr Selbstbestimmungsrecht zu achten und zu stärken. Dazu verpflichtet uns nicht nur die UN-Behindertenrechtskonvention, sondern auch unsere soziale Verantwortung. Und natürlich ist es nicht akzeptabel, wenn psychisch erkrankte Menschen durch Medikamente sterben oder ihre Lebenserwartung erheblich gekürzt werden kann. Die Einbindung der betroffenen Verbände in die Arbeit der Ministerien und der Abgeordneten ist daher unverzichtbar. Ich möchte Sie ermutigen, Ihre Arbeit konsequent und mit einer lebensbejahenden Wirkung fortzuführen. Sie wissen, wir als Abgeordnete sind zu jeder Zeit zu Gesprächen mit Ihnen bereit, die wir ja auch schon, Herr Seibt kann das bestätigen, auch im Landtag vielfältig durchgeführt haben. Ihr Wissen und Ihre Erfahrung ist wichtig für unsere Arbeit. Wir müssen auch die Ursachen bekämpfen, statt Antidepressiva zu verabreichen, weil Eltern, Lehrer, Kinder, Freunde, Verwandte oder Nachbarn sich schnelle Lösungen wünschen, anstatt besonnenes Handeln zu ermöglichen. Daher finde ich es wichtig, dass Sie sich heute zum Beispiel mit der Selbstkontrolle und Dosierung von Psychopharmaka, deren Gefahren und Chancen befassen. Ich finde es wichtig, offen mit Depressionen und ihrer Chance, also im positiven Sinne, zu beschäftigen. Das schafft Hoffnung und zeigt Wege auf, mit Ängsten und Krisen zu leben und diese in unser Leben einzubauen. Ich wünsche Ihnen für heute einen guten Tag mit guten Diskussionen und Inspirationen. Vielen Dank.